Hallo, liebe Deutschlernende. Ich wurde letztens gefragt, ob ich doch nicht ein bisschen über mich erzählen könnte. Also werde ich in diesem Video genau das tun. Viel Spaß. Ja, letztens hat mich jemand gefragt, hey Marco, kannst du nicht ein bisschen über dich erzählen und über deine Biografie? Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich das noch nie wirklich gemacht habe. Ich habe die einen oder anderen Fakten erwähnt, aber ich habe nie wirklich in einem Video explizit über meine Biografie gesprochen. Also werde ich das jetzt tun. Falls dich das nicht interessiert, kannst du ja gerne ein anderes Video schauen. Meine Biografie. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich darüber gesprochen, weil ich mir immer gesagt habe, ach, das interessiert die Leute so oder so nicht. Die wollen Deutsch lernen und ich bin nicht so wichtig. Meine Person und meine Geschichte ist nicht so wichtig. Aber ich kann schon verstehen, dass sich manche Leute vielleicht fragen, wer ist dieser Typ? Ja, wer ist dieser Typ hinter der Kamera, der da die ganze Zeit erzählt? Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein bisschen über meine Biografie sprechen. Und dies ist auch eine Frage, die ich öfter bekommen habe. Ja? Also ich bekomme regelmäßig Fragen von Leuten persönlicher Natur. Ja, ich bekomme Fragen persönlicher Natur. Insofern kann ich verstehen, okay, dann gibt es anscheinend ein Bedürfnis, dass ich ein bisschen über mich erzähle. Und vielleicht mache ich sogar mehrere Videos, falls dieses Video länger werden sollte. Ja, also, ich bin in Deutschland geboren. Ich bekomme die Frage manchmal, ja, bist du deutscher Muttersprachler? Ich dann immer denke, na klar, ich bin deutscher Muttersprachler. Und ich bin in Rostock geboren. Rostock ist eine Stadt im Norden. Das heißt, ich bin gebürtiger Mecklenburger. Ja. Das ist das Bundesland. Ja. Rostock liegt in Mecklenburg oder Mecklenburg. Mecklenburger. Ungefähr so würde man das mit nordischem Akzent aussprechen. Ich bin nicht so gut darin, Akzente nachzuahmen. Ich spreche eigentlich nur Hochdeutsch und andere Akzente fallen mir schwer. Umso besser für dich, du lernst hier Hochdeutsch. Und ich bin im Norden aufgewachsen, nicht in Rostock, sondern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Rostock. Ja, dieses Dorf heißt Rövershagen und eines Tages werde ich dieses Dorf mal besuchen und ein paar Videos drehen dort. Das wird bestimmt interessant, das wird bestimmt spannend. Auf jeden Fall für mich, hoffentlich auch für dich, das Dorf zu sehen, wo ich aufgewachsen bin. Es ist ein schönes Dorf. Die Leute waren dort immer sehr nett und tolle Leute dort. Und in der Nähe von Rövershagen ist übrigens ein Erdbeerhof. Deswegen sieht man den Namen Rövershagen in manchen deutschen Städten, weil dieser Erdbeerhof Erdbeeren in ganz Deutschland verkauft. Okay, also in Rövershagen bin ich aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen. Das war ein großer Teil meiner Kindheit. Und als ich 8 Jahre alt war, sind wir nach Berlin gezogen. Ja, also seit ich 8 Jahre alt bin, war ich in Berlin. Ja, also ich bin jetzt nicht mehr in Berlin, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Berlin verbracht. Zuerst gefiel mir Berlin überhaupt nicht. Ja, muss wissen, also falls du auch mal nach Berlin gehst, ja, die Berliner haben eine sehr interessante Mentalität. Ja, Berliner sind manchmal sehr schroff, manchmal sehr rau. Ja, sie sagen oft Dinge, die sehr gemein klingen, aber eigentlich nicht so gemeint sind. Ja, sie haben eine bestimmte Art, wie sie miteinander reden. Ja, wir nennen das Berliner Schnauze.
Ja, Berliner Schnauze. Ja, wenn etwas ein bisschen härter gesagt wird, wie es gemeint ist. Also wenn du mal nach Berlin gehst und du denkst, die ganzen Leute dort sind unhöflich, dann sei gesagt, dass sie eigentlich gar nicht unhöflich sein wollen. Ja, sie sind nur so. Ja, sie meinen es auf eine freundliche Art und Weise. Ja, sie wollen nicht unhöflich sein, es ist einfach nur ihre Art, wie sie miteinander umgehen. Ja, das ist Berlin. So, dann habe ich in Berlin gelebt, bin dort aufs Gymnasium gegangen, habe dort auch mein Abitur gemacht. Aber vorher war ich ein Jahr in den USA. Ja, in der 11. Klasse war ich in den USA und habe eine amerikanische Highschool besucht. Ja, ich habe eine amerikanische Highschool besucht und das war eine sehr tolle Erfahrung. Ja, ich war nicht so selbstbewusst. Ich war ein bisschen schüchtern, aber das heißt ein bisschen sehr schüchtern. Und die Reise in die USA hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ja. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, würde ich wahrscheinlich diesen Vlog nicht machen. Also seitdem habe ich ein gutes Bild von der amerikanischen Kultur, weil ich dort sehr viele tolle Menschen kennengelernt habe und viele Menschen, die auch sehr positiv sind. Ja, und die Komplimente machen und die sagen, hey, super und so weiter, die einen ermuntern, tolle Dinge zu tun. Okay, also das ist so im Groben meine Kindheitsbiografie, könnte man sagen. Und in meinem nächsten Video werde ich dir erzählen, wie ich zu Authentic German Learning gekommen bin. Ja, also ich bin in Berlin aufgewachsen, in Deutschland aufgewachsen, erst in einem kleinen Dorf und dann in Berlin. Ich kann beides empfehlen. Deutschland hat viele schöne Orte, viele schöne Kleinstädte, viele schöne Dörfer und auch viele schöne Großstädte, zum Beispiel Berlin. Ja, also wenn du mal nach Deutschland kommst oder in Deutschland lebst, es ist eine Reise wert. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und stell mir ruhig Fragen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was du über dieses Video denkst. Tschüss, bis morgen.